Die in der Türkei angeklagte deutsche Journalistin Meşale Tolu will in Istanbul persönlich vor Gericht erscheinen. Der 34-Jährigen und ihrem türkischen Ehemann wird unter anderem die Unterstützung einer terroristischen Gruppierung vorgeworfen. Ihnen drohen bis zu 20 Jahre Haft. An diesem Dienstag wird der Prozess fortgesetzt. Tolu wolle in Istanbul einen Freispruch beantragen, teilte ihr Rechtsanwalt mit. Sie befürchtet, dass es Nachteile für ihren Mann bedeuten könnte, sollte sie der Verhandlungen fernbleiben. Die Journalistin und Übersetzerin saß von April bis Dezember 2017 in Untersuchungshaft. Im August war ihre Ausreisesperre aufgehoben worden.